Hallo, ich bin ein Roboter und Sie sehen die 6. Folge von Game Dev Tycoon. Viel Spaß! Und nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Wir sind hier wieder in der nächsten Folge von Game Dev Tycoon. Ich nehme das jetzt direkt nach der letzten Folge auf, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und wir haben hier direkt eine Branchenneuigkeit, nämlich uns erreichte soeben die Meldung, dass Prison Architect, welches vor kurzem von Rex Evolution veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 1 Million erzielt hat. Ja, es wurden auch über 1 Million verkaufte Einheiten verkauft. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Platin-Status erreicht. Leute, wir haben einfach mal Kult mit dem Spiel geschrieben. Alter, das ist heftig. Wir fragen uns, wie viele noch verkauft werden. Ja, so einige. Ich meine, schaut euch das an. 1,3 Millionen und wir sind immer noch auf Platz 1 in den Charts. Alter, aber es muss sowas von in die Forschung investiert werden. Ja, das. Dann würde ich sagen, Soundtrack ist sehr wichtig. Und du machst nochmal einen Spielbericht für das Spiel. Ich weiß wirklich nicht, was so toll daran war. Der Zelf scheint bei der Marke besonders gut mit Sachen mit neuen Themen zu reagieren. Okay. Dann machen wir gleich direkt mal ein Spionspiel. Komm, Leute, wir hauen mal raus. Obwohl, wollen wir direkt den großen machen? Nee, komm, wir machen mittleren. Wir haben 23.000 Fans, da werden schon ordentlich Leute sein. Charakterentwicklung, Soundtrack, alles ist fertig. Komm, noch einmal. Ja, geht doch. Warte, nee, ich mach das. Ich erforsche dann nochmal den KI-Gefährten. KI ist jetzt auch mal ganz wichtig. Und liebe Victoria, du hast so gut gearbeitet, du kannst jetzt in den Urlaub. In den nicht bezahlten Urlaub. Um es mal anzumerken. Okay. Man erkennt es aber mal gar nicht. Prison Architect und der Landwirtschaftssimulator werden hier scheinbar beworben. 125.000, Leute. Okay. Und? Das war immer noch nicht. Okay. Gefängnis und Action ist großartig. Level Design ist wichtig. Engine ist wichtig. Play System und Action ist großartig. Okay. Jetzt kommst du aber mal hier in den Urlaub. Und wir machen währenddessen was anderes. Was können wir denn noch machen? Trainieren? Oh, wir haben nicht genug Forschungspunkte. Ja, dann müssen wir warten, bis Victoria zurück ist. Warte, kann ich dich auch mal kurz in den Urlaub schicken, damit du auch volle Leistung bist? Solange du nicht zu lange weg bist. Ach so, du bist wieder da. Sogar vor Victoria. So. Es ist so sinnlos, dass einfach das Spiel vom Markt genommen wurde. Das ist so unrealistisch. Naja. Irgendwie werden Spiele immer vom Markt genommen, aber naja, Sci-Fi. No Man's Sky. Es tut mir leid, Leute. richtet sich das an Erwachsene oder an alle? Ich würde sagen, das richtet sich an alle. Simulation, Abenteuer, eher Abenteuer, oder? Display System. Ja, das hat schon Lizenz erwerben. Ich habe genug Geld. Ich hab genug Geld, Leute. 3D-Grafik Version 2. Und Yes Man's Sky wird entwickelt und wird hoffentlich nicht so gut ankommen wie das Original. Dass ich das mal sage. Ja, Victoria, Arthur, ihr seid gerade alle zurückgekommen. Aber die sind gerade alle auf voller Leistung. Was natürlich sehr gut ist. Na, Kyles Leistung sieht jetzt ein bisschen. Und, wir haben wieder mal viele Punkte. Ist ja auch nur nach der ersten Phase. Und diese beiden Sachen scheinen nicht wichtig zu sein, sondern dann gehe ich mal volle Pulle auf Dialoge. Ein ganz bisschen auf Level Design. Und ich glaube, ich habe jetzt eine Person komplett überlastet. Ich weiß nicht wer. Aber es sah an der Seite ein bisschen so aus. Werden wir gleich sehen. Investition. Sehr geachtete Damen und Herren, ich bin der Finanzaufseher des Geschäftsleiter von Firma Womopa Oil Limited von Nigeria. Ach so, ich dachte schon, es ist hier mit Absicht. Kontaktiere Sie, da Sie über eine ausgezeichnete Reputation am Markt. Okay. Unser Geschäftsleiter mich hat bevollmächtigt, 2,5 Millionen in Raxo Evolution zu kapitalisieren. Warum? Den Betrag haben wir sicher
auf die Bank hinterwiesen. Für die Überweisung benötigt die Bank nur noch ihre Akzeptanz. Oh nein, 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 nein. Dazu übermitteln Sie bitte einmalig eine Transaktion über 120.000 als Ihre Akzeptanz. Sie haben unser vollstes Vertrauen. Oh mein Gott. Wieso sollten die das tun? Ich mach's trotzdem. Wir haben genug Geld. Leichtgläubigkeitssteuer. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Spielwertdesign ist wichtig. Grafik, ja, ganz gut so. So ist eigentlich ganz okay. Aber Victoria macht mal wieder viel zu wenig. Da machst du mal Arthurs, nicht Arthurs, sondern Kyles Job. Denn der Kyle, der muss jetzt hiernach auch mal wieder in den Urlaub. Und Jahr 13 ist auch schon wieder fast vorbei. Und wir haben schon wieder keinen Landwirtschaftssimulator gemacht. Und wieso ist Design jetzt so viel besser? So, die M-Box wurde veröffentlicht. Wieso ist Design jetzt wieder mal so viel besser als Technologie? Also ich finde Design auch wichtiger, aber trotzdem. Neuer Rekord in Design, wundert mich nicht. Und einige Levelaufstiege. Kyle hat auch einen Levelaufstieg. Du kriegst eine Gehaltserhöhung, sehr gerne. Video-Wiedergabe und Easter Eggs. Nice. Victoria, Chef, Rax Evolution hat sich unter ihrer Leitung gut entwickelt. Ich glaube, es ist Zeit, mit unserem Unternehmen den Technologiepark zu verlassen und in unserem Park angemessenes Gebäude zu ziehen. Okay. Ich habe das perfekte Gebäude für unsere Firmenzentrale gefunden. Es ist nicht ganz billig, aber es bietet uns die Möglichkeit, noch weiter zu wachsen. Im neuen Gebäude ist außerdem noch Platz für weitere Firmenexpansionen. Sollen wir umziehen? 8 Millionen? Nein, klar. Warum nicht? Ich meine, Willkommen im neuen Hauptquartier von Rax Evolution. Wir haben jetzt noch mehr Platz, um unser Team weiter auszubauen. In der Nähe des Büros sind außerdem einige berühmte Universitäten. Dies wird es erleichtern, junge Talente anzuwerben. Nice. Und oh, ich kann mich bewegen. Wir haben erste Bewertung für Yes Man Sky erhalten. Jawohl, Leute, es geht doch. Geht doch. Ich hab das Spiel einfach gelöst. Junge. Mehr bitte. Gebt nicht alle nur eine 9, gebt auch mal eine 10, damit das Spiel besser gerankt wird. Sie haben es geschafft, einen schönen Ausgleich zwischen Technik und Design zu schaffen. Ja, Design war doppelt so krass wie Technik, aber egal. Wie du meinst. Schade, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Schlechter Zeitpunkt. Wow, das neue Büro ist unglaublich und der Standort ist auch perfekt. Ich habe vorhin einen Spaziergang um das Gebäude gemacht und da ist mir eine radikale Idee gekommen. Warum eröffnen wir keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung? Victoria, ich liebe dich. Das könnte unsere Forschung wirklich beschleunigen und wir könnten größere Projekte und Innovationen in Angriff nehmen. Es wird sicher nicht billig, aber ich denke, es könnte uns blablabla. Bla bla. Jedenfalls habe ich etwas nachgeforscht und wir können blablabla, bla 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 bla, ja. Du benötigst einen Design-Spezialisten, um ein Forschungs- und Entwicklungslabor zu eröffnen. Du kannst jemanden über ein Trainingsmittel zum Spezialisten ausbilden, aber die Option ist erst freigeschaltet, wenn die entsprechende Person eine gewisse Stufe im Design hat. Du kannst auch Technologiespezialisten ausbilden, was für spätere blablabla ein Vorteil ist. Ich glaube, ich trainiere mich mal selbst dazu. Wenn du Top-Spieler stellen willst, ja, ja, ja. Ich weiß, was Training ist. So, Design-Spezialist. 100 Forschungspunkte und 5 Millionen. Jo. 700 Designpunkte. Oh Gott, ich bin ja längst nicht so gut. Ich habe alles auf 300. Was sind deine Skills? Design, bla bla bla. Trainieren. 290. Wie gut bist du in Design? Warte, wie viel hattest du nochmal in Design? Ich glaube, ich bin tatsächlich schon der Beste in Design. Ist ein bisschen schade. Aber ja, Leute, wir haben auf jeden Fall ein neues Büro. Das ist schon mal sehr nice. Und die Tatsache, dass ich hier so zur Seite schwenken kann, deutet darauf hin, dass man da mal was hinbauen kann. Rax Evolution überrascht uns mal wieder mit einem sehr unterhaltsamen Spiel. Ja, ja, ja. Alter, einfach Yes Man Sky haut richtig rein. Würde ich sagen, entwickeln wir mal eine Fortsetzung zu Prison Architect. Stimmt, die Spiele haben einfach genau gleichzeitig reingehauen. So, Prison Architect. Das ist jetzt aber mal... Ups, sorry. Prison Breaker. Richtet sich immer noch an Erwachsene. Action, Plattform, Play System 2, Spiel Engine, die Unreal Engine. Super. Warte. So viel Geld haben wir, glaube ich, noch nicht. Also entwickelt erstmal hier zu viert. Engine ist wichtig. Gameplay nicht so ganz. Story und Quests aber finde ich auch schon wichtig. Warte. Ich dachte schon... Die Sachen
die Kosten da verändern sich an der Seite, aber das ist nicht der Fall gewesen. Und wir haben wieder mal ein bisschen Hype. Ja, wieder von Gaming World, natürlich. Ich bin bescheiden, ich will den Fehler nicht nochmal machen. Wir haben natürlich dann nicht so viel Hype, aber wir haben trotzdem Hype. Super, Level-Design ist wichtig, Dialoge auch, künstliche Intelligenz. Stand, glaube ich, dass das nicht so wichtig ist. Also lasse ich mal lieber. Und Yes Man's Guide, auch wieder fast 400.000 verkaufte Einheiten, wo Prison Architect sehr viel erfolgreicher war. Sound scheint wichtig zu sein. Ja, so kommt es mir ganz okay vor. Du machst mal das, Keil. Wir sollten das hier schon ausgeglichen machen. Ich sollte nicht alles machen. Leider keine neuen Rekorde. Aber dafür ordentlich Forschungspunkte. Und alle Bugs sind auch wieder weg. Perfekt. Ach so, da war gerade was mit Marketing. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Detaillierte Hintergrundgeschichte. Habe ich nicht Spielweltdesign gerade geupgradet? Oh mein Gott. Ich war doch bescheiden. Enttäuschend. Naja, sag mir wenigstens, was ich falsch gemacht habe. Macht wenig Spaß. Was habe ich falsch gemacht? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ja, dann mach mal einen Spielbericht. Du machst mal einen Spielbericht für Yes Man's Sky. Boah, das wird ja gar nicht verkauft alles. Och nein, Leute. Ja, wenn man zwei Hits hintereinander hat. So, das würde ich gerne lesen. Rax Evolution hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels. Das Spiel dieser Serie ist Prison Breaker und wurde mit unterdurchschnittlichen Bewertungen am Markt aufgenommen. Ja, schade. Spielbericht. Prison Breaker. Sound ist sehr wichtig. Dialoge ist überhaupt nicht wichtig. Playsystem und Erwachsene ist okay. Wir haben auch noch folgende Erkenntnis gewonnen. Wir sollten, ja, bla bla. Haben wir doch. Das haben doch alle mitgewirkt oder etwa nicht. So, dann gucken wir nochmal, wie erfolgreich wir bei der G3 waren. Ach ja, 94.000, das ist in Ordnung. Wir haben ja nur einen kleinen Stand genommen. Vena hat nochmal eine neue Konsole. Oh nein, da stand gerade irgendwas, dass Vena, dass die Fans enttäuscht sind. Oh nein, das hätte ich mir durchlesen sollen. Kann ich ja nochmal in der Aufnahme. So, Yes Man's Sky, Sci-Fi und Abenteuer ist großartig. Level Design ist nicht sehr wichtig. Okay, das war dann scheinbar das, wieso es nicht so krass aufgenommen wurde. Aber wir machen dann einfach gleich mal direkt No Man's Sky. Trotzdem machen wir noch immer Minus. Aber wir erforschen jetzt trotzdem nochmal. Detaillierte Hintergrundgeschichte. Und du forschst. Video-Wiedergabe. Und du forschst. Easter Eggs. Und du forschst. Tag-Nacht-Zyklus. Und den Rest kann ich nicht machen, weil jetzt alle beschäftigt sind. Easter Eggs, Tag-Nacht-Zyklus. Smart Analytica haben einen merkwürdigen Trend beobachtet, dass das Spiel auf der ganzen Welt ein eigenes Fable für ungewöhnliche Spiele entwickelt haben. Kuriose Kombinationen? Manchmal will man einfach etwas Einzigartiges spielen. Okay. Okay. Das ist natürlich interessant. Da kann man nicht wirklich viel falsch machen, ne? Cool. So, Kyle, ich warte noch kurz, bis du fertig bist. Hm? Video-Wiedergabe, Playsystem. Oh, das Playsystem wird bei von Marc genommen. Schade. Haben wir irgendwas Neues? Video-Wiedergabe, Charakterentwicklung, Easter Eggs, KI-Gefährte, Tag-Nacht-Zyklus. Wie teuer wäre es? Oh, das wäre teuer, das wäre zu teuer. Beim nächsten Hit, okay? Beim nächsten Hit machen wir das. So, Fortsetzung entwickeln von Yes Man's Sky. Und jetzt machen wir Yes Woman's Sky. Ja, richtet sich natürlich auch wieder an alle Plattformen. Ist da Abenteuer gut? Ja. Oh, die M-Box ist natürlich jetzt erfolgreicher. Okay. Das wusste ich nicht. Ist jetzt im Moment in Real Life nicht so. Ich glaube, die... Obwohl... Ja, die sind auf selben Niveau, oder? Gameplay, Story und Quests wichtig. Ich würde sagen, das ist okay so. Ups, ja, ich hätte Kyle vielleicht
was machen lassen sollen. Ups, da ist mir gerade was runtergefallen. Da war nur, ja, war nur ein Stift. Level Design ist auch nicht wichtig. Dafür setze ich mal einfach eine Priorität auf Dialoge. Ja, Kyle, du machst es am meisten. Das sieht ja schick aus. Games Fair. Das mit dem Unternehmen Konkurrenzkampf mit Wonny Smart für ein PlayStation 2 und Microsoft keine Alternative, bla bla bla. Okay. Die sieht ganz schick aus und es sah gerade ein bisschen so aus, als wäre es für Kinder. Hauptsächlich. Und guck mal, ich bin der Einzige, der hier wirklich was für Design hat, oder? Obwohl, nee, das haben alle anderen auch. Ich habe einfach den Bildschirm anders aufgestellt. So, detaillierte Hintergrundgeschichte. Sorry, dass ich gerade so klang. Sound, Spielwelt. Da stand irgendwie, dass Spielweltdesign nicht so wichtig ist. Deswegen mache ich das mal so. Ja, der Rest ist gut so. Und wir haben Wasserspender. Bräuchte ich gerade auch mal. Tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen heiser. Okay. Die Konsole von Invento wurde veröffentlicht. Dann entfernt man auch schnell die Bugs. Und dann schwöre ich, ihr beiden könnt ihr in den Urlaub. Okay. Einige Levelaufstiege, unter anderem auch 3D-Grafik. Okay. 3D-Grafik Version 3. Erste Bewertung für Woman. Oh. Ah, wieso kaum Forze? Oh mein Gott, in dem. Ich glaube, das sind die schlechtesten Bewertungen, die möglich sind. Nein. Stimmt, kuriose Kombinationen. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Chef, so wie es aussieht, benutzen ziemlich viele Spieler Raubkopien von Yes Woman Sky. Ich habe es geschafft, einige von ihnen ausfindig zu machen. Wir können sie entweder verklagen, um unsere Copyright zu schützen, oder sie waren, damit sie auch verklagen, Junge. Sofort. Wieso sollten wir die nicht verklagen? Ich meine, kostet ein bisschen Geld, aber trotzdem, wieso sollten wir sie nicht verklagen? Das Ding ist halt, ich glaube, dieser Trend hält nicht mehr, bis wir das nächste Spiel machen. Was ein bisschen schade ist. Ich hab gesagt, beim nächsten Hit, ne? Es ist kein Hit. So, was haben wir bei Yes Woman Sky gemacht? Neuesten Gerüchten. Invento macht schon wieder. Okay. Machen aber schon wieder mal was Neues. Wahrscheinlich der Game Boy Advance oder sowas. Oder sowas in der Art. Ich habe natürlich keine Ahnung. Aber Yes Woman Sky verkauft sich trotzdem ganz okay. Dialoge ist sehr wichtig. PlaySystem und alle ist großartig. Cypher und alles ist auch großartig. Hä? Was ist euer scheiß Problem? Das ganze Team sollte sich auf die Entwicklung des Spiels konzentrieren. Kommen jetzt auch alle hier in den Urlaub. Der Markt hat sich wieder normalisiert. Gut, dass ich das dann also gerade nicht gemacht habe. So Leute, ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. Also mit trotz allem meine ich hier unsere Abstürze. Wir haben jetzt hier leider sehr viele nicht so erfolgreiche Games gemacht und können uns gerade leider nur knapp über Wasser halten. Und der TES64 wird auch bald vom Markt genommen. Folge war jetzt etwas kürzer, aber trotzdem, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt natürlich auch gerne ein Dislike, aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Wir holen uns einfach mal einen kleinen Messestand und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!